für mich ja eine Art Fehlentwicklung in der Medizin, die natürlich von der Mehrheit der Ärzte wird das begrüßt. Oder? Das ist natürlich herrlich, wenn ich quasi sage, der hat 180 Blutdruck, dann muss ich das geben, der hat nur 170, der braucht was anderes. Das ist natürlich eine Schulbuchmedizin. Ja, wo ich nicht mehr viel überlegen muss. Man muss auch fairerweise sagen, du hast 10 Minuten für einen Patienten, kriegst irgendwie bei uns 30 Euro im Quartal. Also weder der Arzt hat Zeit, sich mal wirklich mit dem Menschen als Ganzes zu beschäftigen, noch, dass wenn ich jetzt sehe, der hat Bluthochdruck, bis ich dem erklärt habe, OPC, L-Arginin, wie er das nehmen soll, warum er es nehmen soll, dann vielleicht noch CBD und davor hat er dann Angst. Das bedeutet, ich brauche mindestens eine halbe Stunde, um dem das so zu erklären, dass er gesund werden kann ohne Chemie-Cocktail. Und da ist die Packung natürlich mit, da schreibe ich 3x2 drauf und tschüss. Also das ganze System ist ja an sich schon... Ja, da hast du recht. Das ist der Hauptgrund. Ich glaube, viele Ärzte würden gerne sich mehr Zeit für die Patienten nehmen, aber sie bekommen nichts dafür.